Rassismus ist in aller Munde und Black Lives Matter. Darüber spreche ich heute mit Serge Menger, der die ganze Debatte bei uns für eine Beschäftigungstherapie hält. Wir werden sehen. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist Rassismus eine Beschäftigungstherapie. So wüsste ich nicht, wo denn die Mehrheit der Polizei zu finden sein soll, die nur rassistisch ist. Keine Ahnung. Der einzige Ort, wo ein Schwarzer, ein Dunkelhäutiger oder wer auch immer sich aufhalten kann und niemals Rassismus in Anführungsstrichen erfahren wird oder Vorurteile, ist in der eigenen Heimat. Wenn wir schon uns alle jetzt, weil es in ist, Black Lives Matter und Rassismus, uns allen zu den armen Afrikanern gesellen, die sich ja anscheinend selber nicht wehren können. America first heißt aber auch Congo first. Genauso heißt es auch Germany first. Und ich habe immer schon gesagt, die Deutschen sollten sich ihre Geschichte annehmen, ja, aus ihrer Geschichte lernen, ja, sowohl pro wie auch contra. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das ganze Bild. Heute wieder mit Serge Menger. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Gerne. Ja, sehr, sehr gerne. Ich glaube, es gibt Themen, über die man im Moment echt gut reden kann. Und es geht um mir zunächst mal um die Mobilisierung, die wir gerade in den Vereinigten Staaten sehen, gegen Rassismus. Es gab einen getöteten Schwarzen, der jetzt quasi zu einer weltweiten Bewegung gegen Rassismus geführt hatte. Black Lives Matter, Antifa, Linke, US-Demokraten, Mainstream-Medien, alle springen drauf und bekämpfen den Rassismus. Unser Präsident hat jetzt gesagt, man muss nicht nur kein Rassist sein, sondern man muss Antirassist sein. Also das heißt, da schwappt irgendwie gerade was rüber. Worum geht es den Leuten, die jetzt gegen Rassismus kämpfen? Also erstmal ist es definitiv so, wenn wir natürlich fast schon eine exekutionsartige Szene im Fernsehen sehen, dann spielt es bei mir keine Rolle, ob es jetzt ein Schwarzer ist, der da unten liegt, oder ein Weißer. Das sind krasse Bilder, das hat einfach Emotionen bei den Menschen emporgerufen, verständlicherweise. In diesem Sinne noch auch mal Rest in Peace, definitiv. Was aber danach passiert ist, das ist eine Sache, die mich sehr gestört hat, was ich sehr beschämend fand. Ich finde es gut, wenn Menschen ihre Emotionen zum Ausdruck bringen und auch die Black Community ganz klar sagt, wir haben die Schnauze voll. Ja, dass es in Amerika in Anführungsstrichen immer nur die Schwarzen trifft, was die Polizeigewalt angeht und Tötung. Aber dass es dann ausartet in Plünderungen, Schlägereien auf der Straße, Polizisten, die dann angegriffen werden, das ist der falsche Weg. Ja, weil wenn wir schon sagen, Black Lives Matters, dann hat es aber auch die Bedeutung, dass wir auch hinschauen müssen, wo leben diese sogenannten Afroamerikaner. Ja? Ich möchte hier nichts schönreden. Man weiß von den Statistiken, dass in den meisten Bundesländern in Amerika die meisten Insassen Afrikaner sind, Afroamerikaner. Ja? Wir kennen es aus den Ghettos, dass dort Drogenhandel und so weiter, Einbrüche, mit alles, was man sich so vorstellen kann, da auch die Migranten in Amerika eine große Rolle spielen. Ich würde mir da einfach wünschen, dass auch Trump und auch die US-Regierung einfach mal Klartext spricht. Was meine ich damit? Ich bin kein Freund von der Aussage Black Lives Matter, weil das geht in einer Richtung. Ja? Das Leben von Schwarzen hat eine Wertigkeit oder hat auch eine, das ist meiner Meinung nach ein Ausdruck, ja, mit allem Respekt vor all dem, was passiert ist, der im Jahre 2020 nicht mehr dahin gehört. Ja? Da muss man ganz klar die Probleme auseinanderklamüsern. Laut meiner Erfahrung und die Kontakte, die ich in den Staaten habe, herrscht dort ein großer Hass und auch eine Spaltung. Ja? Zwischen den Hautfarben. Zwischen den Hautfarben, damit ist auch nicht nur die Afroamerikaner gemacht, die Mexikaner können ein Lied davon singen, die Puerto Ricaner und. Amerika ist ein Mischmasch. Wenn wir das von der Geschichte her kennen, wissen wir, dass die eigentlichen echten Amerikaner die Ureinwohner sind. Ja? Dieses Land hat eine große Geschichte, aber ich bin der Meinung, die Vergangenheit wurde nicht aufgearbeitet.
Und ich denke, dass das ein ganz großer Problem aber ist. Aber das, was jetzt gerade passiert, wir sehen, klar, wir haben einen Anlass gehabt. Man muss ehrlicherweise sagen, es gibt danach sehr viel mehr Polizisten, die gestorben sind und Menschen, die gestorben sind. Kein Mensch hat sich darüber aufgeregt. Insofern kann man sagen, hier wird instrumentalisiert. Ich glaube, das kann man tatsächlich nicht bestreiten. Ja. Und jetzt wird instrumentalisiert und eine Bewegung in Gang gesetzt, die den politischen Gegner adressiert und man hat den Eindruck, man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, es geht irgendwie um den Wahlkampf, der dort stattfindet, es geht um die Präsidentschaft von Trump, oder nicht? Es ist ein Politikum geworden, klar. Genau. Definitiv das Lager, welches im Grunde genommen den Präsidenten Trump stürzen möchte, nimmt natürlich alles gerne an, was in dieser Richtung angeht, weil man dann sagen kann, ja, der hat falsch gearbeitet, der hat seinen Job nicht gemacht als Präsident, deshalb ist es so weit gekommen und so weiter. Ist aber auch nicht das erste Mal, dass das so passiert. Traurig, aber gerade die Afroamerikaner müssten doch mittlerweile wissen, wie dieses Spiel vonstatten geht. Wobei man sagen muss, es sind ja unter dem Namen Black Lives Matter und diese ganzen Bewegungen, die da jetzt in Gang gekommen sind, die ganzen Plünderungen, die wir gesehen haben und so weiter, das sind ja nicht nur Schwarze, die da unterwegs sind, sondern das sind eben, es ist eine Mischung aus auch Schwarzen, aber eben aus Linken, aus Antifa und so weiter, die dann anfangen, Kirchen zu plündern und ich sag mal, einen Anschlag im Prinzip auf unsere westliche Kultur zu verüben. Und Black Lives Matter ausdrücklicherweise bezeichnet sich zu Teilen in der Gründung als Marxisten. Das heißt, mein Eindruck, das ist ein Kulturmarxismus, der versucht, unsere westlichen Werte zu bekämpfen. Ich möchte da ganz ehrlich sein, Frau von Storch. Wissen Sie, ich habe immer schon gesagt, und auch in meinem letzten Video bei Instagram, der einzige Ort, wo ein Schwarzer, ein Dunkelhäutiger oder wer auch immer sich aufhalten kann und niemals Rassismus in Anführungsstrichen erfahren wird oder Vorurteile, ist in der eigenen Heimat. Ja, dazu stehe ich, bin Nationalist. Ja, im Kongo wird keiner zu mir sagen, was suchst du hier? Ja, oder warum bist du hier? Warum gehst du nicht zurück, wo du herkommst? Da wird auch kein Weil sie aus Essen sind. Ja, genau so. Ja? Da wird auch kein weißer Polizist irgendwo auftauchen und mich sonst wie sonst behandeln. Was will ich damit sagen? Das Thema Migration ist so komplex und so schwierig, wenn es falsch verstanden wird. Ich habe absolut kein Interesse daran, in einem Land zu leben, in Anführungsstrichen, wo ich eventuell das Gefühl habe, ich bin da gar nicht gewollt. Ja? Umgekehrt aber, wenn der Gastgeber, jetzt reden wir mal über die weißen Amerikaner, das Gefühl hat, hör mal zu, die sind jetzt zu uns damals gekommen, geschichtlich gesehen, aber die Entwicklung, die wir uns für die Afroamerikaner wünschen, findet einfach nicht statt. Dann ist da irgendwas falsch gelaufen. Und da sehen wir doch auch in Deutschland die Parallelgesellschaften. Ja? Warum nicht dort, sage ich immer wieder, wo die Menschen ursprünglich herkommen, die Menschen dazu auffordern, es sich dort selbst neu aufzubauen? Okay, das ist ein großes, weites Feld, sage ich mal, wie man damit umgehen kann oder wie Sie sagen, dass Sie damit umgehen könnten. Was ich mich jetzt frage, mit Blick auf was bei uns gerade passiert, wir sehen jetzt Bilderstürme, wir sehen jetzt Denkmäler werden gestürzt, bildhaft gestürzt, Straßen werden umgenannt, von Kolumbus über George Washington in den USA, aber auch bei uns Bismarck-Denkmäler, die jetzt geschändet werden und so weiter. Es werden deutsche Polizisten aufgefordert, niederzukommen, Knien vor Schwarzen. Ja, entschuldigen Sie, dass ich lache. Die Frage steht im Raum. Worum geht es hier eigentlich? Frau von Storch, was will Deutschland? Was möchte Deutschland eigentlich? Das ist auch die Frage, die wir stellen müssen. Ich sage immer, ich arbeite gerne mit Metaphern, ja. Wenn ich meine Türe ganz groß auflasse, dann kommt früher oder später irgendeiner rein. Wenn ich Glück habe, merkt er, dass ich vergessen habe, meine Tür abzuschließen und schließt die und gibt den Schlüssel beim Nachbarn ab. Dann habe ich Glück gehabt. Dann ist das jemand, der integriert ist und weiß, wie man sich zu benehmen hat. Habe ich aber Pech, und das wird eher passieren, kommt er rein und nimmt meine ganze Bude auseinander. Das, was momentan passiert, was Sie gerade angesprochen haben in Deutschland, ist ja auch politisch, ja, von Etablierten so gewollt. Ich sage doch die ganze Zeit, man will euch eine bunte Welt schmackhaft machen, egal was es kostet. Man stellt ein bisschen die Geschichte auf den Kopf, sage ich, wenn es jetzt geht, wir wollen einen Ausgleich sozusagen finden, wenn es jetzt geht gegen Rassismus.
Und da sollen jetzt die Weißen vor den Schwarzen knien. Das trägt ja nicht dazu bei, dass irgendein Konflikt gelöst wird, wenn er denn überhaupt da ist. Also in Deutschland sehe ich das in der Schärfe nicht. Ja, das ist in den USA sicherlich was anderes, aber das ist die Geschichte ja auch eine andere. Das muss man ehrlicherweise sagen. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, für mich ist Rassismus eine Beschäftigungstherapie. Haben Sie jemals einen Asiaten gesehen, der auf die Straße geht und ruft gegen Rassismus? Ja, Yellow Lives Matters? Haben Sie Araber schon mal gesehen, auf die Straße zu gehen, wir sind gegen Rassismus? Nein, das es ist immer, mit allem Respekt, ich darf das, ich bin dunkelhäutig, ja. Es sind immer die, die eigentlich sich damit auseinandersetzen sollten, was können wir hier als Community gewinnen, mitnehmen für die Zukunft unserer eigenen Länder. Würden wir uns genau mit dieser Thematik auseinandersetzen, hätten wir gar keine Zeit, über Rassismus zu debattieren. Martin Luther King hat es gemacht, Malcolm X hat es gemacht, Nelson Mandela hat es gemacht. Wie viele müssen noch kommen? Ich möchte mit allem Respekt als schwarzer Deutscher, ursprünglich aus der Demokratischen Republik Kongo, nicht mehr über Rassismus 2020 debattieren müssen. Auch nicht mit der SPD-Vorsitzenden, die sagt, in der deutschen Polizei haben wir ein strukturelles Problem mit Rassismus. Und das geht zusammen mit der Politik des rot-rot-grünen Irrsinnssenat von Berlin, der beschlossen hat, Beweislastumkehr, Antidiskriminierungsgesetz, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, also das heißt, jeder Polizist, der einen Schwarzen kontrolliert, weil er gerade im Görlitzer Park auf der Suche nach Drogendealern ist, der muss sich jetzt sich rechtfertigen, dass das keine Diskriminierung war. Beweislastumkehr, etwas Unvorstellbares, können Sie das in einem Satz kommentieren und dabei ernst bleiben? Es gab die Thematik Racial Profiling, hieß das, glaube ich. Ne? Da ging es auch darum, dass man gesagt hat, ja, die Menschen werden nur angehalten und kontrolliert, weil sie schwarz sind. Und da habe ich genau dasselbe gesagt. Es ist auch die Frage, wo ich mich als Dunkelhäutige aufhalte. Halte ich mich in einem Brennpunkt auf, wo so viele Beschwerden von den Anwohnern kommen, dass die Polizei dort für Ordnung sorgen muss? Was bleibt denn dann anderes übrig als die Personen, die da sind, und wenn es eben größtenteils Migranten oder Flüchtlinge oder auch Afrikaner sind, zu kontrollieren? Ich finde, das ist der falsche Ansatz. Ja, natürlich wird es auch bei der Polizei einige geben, die braun sind. Definitiv, das sind ja auch nur Menschen, die ja auch politische Überzeugungen haben oder sonst was. Aber das zu verallgemeinern, ich lebe seit über 30 Jahren in Deutschland, das ist größter Bullshit. Also Profiling hat ja immer etwas mit pauschalen Beurteilungen zu tun. Ja? Also das ist, wenn wir jetzt bei Handtaschendiebstählen unterwegs sind oder bei, ich weiß nicht, was Ladendiebstählen, was deutsche Rentnerinnen begehen, weiß ich nicht, dann wäre es unsinnig, die anderen zu kontrollieren. Also das Signal, was damit einhergeht, und das ist das, was ich meine, diese Stimmung, die wir erzeugen in unserem Land, wie wahnsinnig hilfreich kann sowas sein? Ich bin der Meinung, dass sie absolut nicht hilfreich ist, weil die im Grunde genommen dieses Land noch mehr auseinanderpflückt. Es entstehen noch tiefere Kluften, was im Grunde genommen die Spaltung der Gesellschaft angeht. Und es gibt dann auch Menschen, da in diesem Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, wird es die deutsche Bevölkerung sein, die sich benachteiligt fühlt. Ja? Stellen Sie sich jetzt mal vor, da ist ein Deutscher und der wird von der Polizei kontrolliert. Und es ist wirklich so, dass er kontrolliert wird, aus welchem Grund auch immer. Was sagt er denn dann? Und der kann sich natürlich auch beschweren. Ja? Aber der wird's nicht machen. Verstehen Sie? Ja. Es ist klar und deutlich in einer Bevölkerung, wären wir jetzt in China und ich wäre mit einer Gruppe von 15 Afrikanern unterwegs, ja, dann ist doch klar, dass natürlich wir mehr auffallen als die gesamte Masse, die im Grunde genommen chinesisch aussieht. Das ist normal. Das ist sogar bei uns im Kongo so. Wenn ich in Kongo fahre, falle ich wahrscheinlich auf. Natürlich fahren sie da auf. So, und wenn da eine große Gruppe von jungen Männern da ist, dann geht die Polizei auch hin und sagt, einen Moment mal bitte, wo kommt ihr gerade her und wo geht es hin? Ja, aber komischerweise immer dann, wenn es in Europa passiert, ist es auf einmal Rassismus oder sonst was. Haben Sie den Artikel gelesen? Sie waren jetzt gerade im Kongo, wenn ich das richtig weiß. Vielleicht haben Sie den Artikel verpasst, den eine Taz-Journalistin geschrieben hat, wo sie sondern wörtlich die ganze Polizeibeamten für Müll erklärt hat und gesagt hat, die sollen sich auf den Müllhaufen begeben, dann sind sie unter ihresgleichen, nämlich Abfall. Haben Sie das verfolgt? Habe ich verfolgt. Da ist ja auch der bayerische Minister gewesen. Wie heißt der nochmal?
Der bayerische Minister? Nee, der bald abdanken sollte. Der zukünftige Ex-Innenminister Seehofer? Genau, genau. So, der hat ja dann dazu geäußert und. Der wollte Strafanzeige erstatten, was er dann nicht gemacht hat, was ich dann gemacht habe. Ich warte immer noch auf Antwort. Aber also ich sag mal, mit gesundem Menschenverstand, das ist Schwachsinn. Wenn wir schon uns alle jetzt, weil es in ist, Black Lives Matter und Rassismus, uns allen zu den armen Afrikanern gesellen, die sich ja anscheinend selber nicht wehren können, dann können wir nicht hingehen und dasselbe mit der Polizei machen. Weil das ist auch eine Art, in Anführungsstrichen, Rassismus gegenüber ihren eigenen Leuten. Deswegen habe ich es angezeigt. Ja, man kann also nicht hingehen und sagen, wir verurteilen komplette Polizeiapparat, zeigen aber auf, wir sind gegen Rassismus, wir sind für Zusammenleben aller Rassen und das passt nicht. Polizeiapparat ist in einem Land unverzichtbar. Ja? Die Dame hat jetzt, wissen Sie das, die hat jetzt Polizeischutz gesucht. Ja. Gegen wen denn? Naja, wer bedroht sie denn? Sie fühlte sich jetzt bedroht oder sie wurde bedroht, wurde sie sogar bedroht, aber sie will jetzt halt Polizeischutz haben. Man hat ihr empfohlen, sich auf die nächste Müllhalde zu legen. Also ich kann nur sagen, wenn ich die Polizei rufe und die sagt, Serge Menga ist mein Name und die kommen und die sehen, da ist ein Schwarzer, die benehmen sich sehr nett, ja, und die nehmen mich auch ernst, was meine Problematik angeht. Und das ist in den 30 Jahren auch nicht gerade selten passiert. Also wüsste ich nicht, wo denn die Mehrheit der Polizei zu finden sein soll, die nur rassistisch ist. Keine Ahnung. Ich will noch einmal im Schwenken nochmal zurück über den großen Teich in die Vereinigten Staaten mit Blick auf den Präsidenten Trump. Die Zustimmungswerte zu Trump in Deutschland sind sozusagen gehen gegen Null. Das hängt natürlich mit der Berichterstattung zusammen, die ausschließlich Negatives berichtet, das glaube ich, kann man so sagen. Die Zustimmungswerte in einigen afrikanischen Ländern sind relativ hoch. Wir haben Zahlen vom Pew Research Center, in Kenia 65%, in Nigeria 58% Zustimmung zu Donald Trump, obwohl der ja quasi weltweit als der obergrößte Rassist gilt. Können Sie sich vorstellen, wo das herkommt? Ja. Und vielleicht mit Blick auf den Kongo, dazu habe ich keine Zahlen, wie das da aussieht. Trump ist bekannt geworden mit dem Slogan America First. Und er hat, nachdem er America First gesagt hat, hat er auch direkt gesagt, dass er sich dafür einsetzen möchte, dass in den Ländern, wo so vieles schief geht, ja, damit auch Afrika gemeint ist, die Unterstützung der USA verstärkt wird, damit die Leute dort mehr in Freiheit leben können, mehr Selbstbestimmung haben, Jobs haben und in ihren Ländern den Aufbau fördern. Und er hat sich auch mit dem Präsident Felix Tshisekedi, der momentan bei uns Präsident ist, getroffen. Und genau über diese Thematik wurde gesprochen. America First heißt aber auch Congo First. Genauso heißt es auch Germany First. Und die Menschen, die verstanden haben, dass wir dürfen jetzt auch fordern, dass es bei uns im Kongo gut geht, ohne Einmischung von außen, sondern nur dann, wenn wir um Hilfe fragen, das ist so eine positive Nachricht. Wird das so reflektiert? Also ist es die Berichterstattung sozusagen bezieht sich mehr auf die Haltung des Präsidenten mit Blick auf die Nationalstaaten oder auf seine Politik mit Blick auf die Schwarzen in den USA? Sowohl als auch. Also die Leute meinen immer, wir leben im Kongo oder sonst wo wirklich in der Mond. Nein, wir haben also Fernsehapparat, ja, Nachrichten, ja, und WhatsApp und Twitter. Wir informieren uns. Und da sind wir in Deutschland von der Infrastruktur her nicht so weit vorne. Das genau. Sollten wir mal vergleichen. Ja, so, wir informieren uns. Und die Menschen merken auch, dass vieles, was Trump sagt, auch umgesetzt wird. Na, zum Beispiel ihr Schuldenerlass. Ja, wo er ganz klar gesagt hat, hört mal zu, pass auf, die afrikanischen Länder mit Macron zusammen, wir müssen mal gucken, dass wir den Schuldenerlass, damit überhaupt erstmal ein Schwung in der ganzen Sache kommt. Das ist positiv, das kommt bei den Menschen gut an. Aber nochmal zu Schluss, man darf nicht vergessen, die meisten Menschen im Kongo sind Hardliner. Die wollen Ordnung und das widerspiegelt er. Das ist genau das, was er jetzt gerade gemacht hat, mit Blick auf die Denkmalstürme und diese Plünderungen und so weiter. Aber insbesondere der Anschlag auf die eigene Identität hat er jetzt gerade verfügt, dass das in besonderer Härte verfolgt werden soll. Also die Zerstörung der Identität, die Zerstörung der Kultur. Macht er das richtig? Ja, Kultur, Identität und die Geschichte eines Landes
gehört zu dem jeweiligen Land. Aber was sollten die Deutschen tun mit Blick auf ihre Geschichte? Wie sollten wir damit umgehen? Und jetzt meine ich die gesamte Geschichte, wenn wir jetzt... Ich habe immer schon gesagt, die Deutschen sollten sich ihre Geschichte annehmen, ja, aus ihrer Geschichte lernen, ja, sowohl pro wie auch contra, aber ihre Geschichte als ein Teil ihrer Identität und auch Kultur verstehen. Wenn diese Geschichte nicht mehr da ist, was ist denn da noch Deutsch? Ja, eure Ahnen, eure Großeltern, die haben ja für dieses Land ja auch einen Beitrag geleistet. Viele haben auch ihr Blut gelassen, das darf man nicht vergessen. Und das einfach so abzutun, als wäre das nicht bedeutend, ist falsch. Ja, denn jedes Land hat eine bestimmte Mentalität. Wo kommt denn deutsche Mentalität her? Die hat auch mit der Geschichte Deutschlands zu tun. Das ist die Idee. Ich glaube, dass es darum im Moment geht. Es ist der Kampf um die eigene Identität, ja, um den Erhalt der eigenen Identität. Und genau das wird jetzt gerade attackiert von den Kulturmarxisten, die sich jetzt mit verschiedenen Gruppen verbinden. Wissen Sie, Frau von Storch, ich werde mittlerweile nach 5 Jahren politischen Aktivismus, werde ich dessen auch ein bisschen überdrüssig und müde. Gehe ich nach Saudi-Arabien, gibt es Regeln, die die Saudis aufgestellt haben, passend zu ihrer Kultur und zu ihrer Identität. Gehe ich nach China, ist es dasselbe. Gehe ich nach Frankreich, ist es auch dasselbe. Warum soll das nicht in Deutschland stattfinden? Das werde ich nie verstehen. Ja? Ich glaube, diese Frage kann man gar nicht beantworten, weil die Antwort irre wäre. Man kann es nicht verstehen, warum wir genau das nicht machen. Ich würde das Gespräch gerne an dieser Stelle das nächste Mal beginnen. Gerne. Und bedanke mich heute bei Ihnen für das Zuschauen. Und bei Ihnen natürlich fürs Kommen. Danke. Dankeschön.